Es muss ein schwerer Gang sein. Welch eine Demütigung. Hier lag er, der Maibaum. Aber der Chef der Beklauten, er wirkt fast heiter. Das ist eigentlich für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Also ich sage einmal ganz was Besseres hätte uns nicht passieren können, als dass die uns den Maibaum klauen. Dabei ist es nicht irgendein Maibaum. Er ist bestimmt für die kroatische Partnerstadt von Vaterstetten, Trogir. Eine verrückte Idee. Anfang April wollen die Vaterstettener einen Maibaum ans Mittelmeer bringen und haben im Netz nach Helfern gesucht. Und gefunden. Ein guter Maibaum-Diebstahl beginnt heutzutage im Internet. Dann haben wir was gelesen, Maibaum Kroatien, dann haben wir gedacht, oh, da muss ich nachschauen. Und dann habe ich genauer geschaut, Vaterstetten, und dann haben wir zugeschlagen. Der Klau des Rohbaums im Februar, mitten im Winter. Unbewacht war er. Ein Abtransport über die Bundesstraße, 65 Kilometer weit, nach Inning am Ammersee. Klingt irre. Gestern Abend waren die Verhandlungen. Inning wird mit ca. 30 Mann mit nach Kroatien fahren. Ich glaube, dass das einfach ein Stück weit ein Erlebnis sei wert für uns, was uns eigentlich unser ganzes Leben lang verbindet. Weil wer kann schon seinen geklauten Maibaum im Ausland einlösen oder auslösen lassen, sagen wir so. Ja. Das ist eine einmalige Sache für uns. Und schön auch, dass die Gegenseite das genauso sieht. Ja, natürlich. Die Vaterstettener haben ja jetzt ihre Helfer beim Aufstellen. Große Zufriedenheit überall. Michael Bayer muss jetzt noch 30 Quartiere bei Gastfamilien in Kroatien finden. Wird schon. Das normale Leben ist so normal oft und langweilig. Und so Sachen machen einfach Spaß. Und es ist schon was Besonderes auch für die Leute, wenn man sagen kann, man ist bei so einem Projekt dabei, jetzt zum Beispiel gerade wieder ein Maibaum. Man muss sich vorstellen, da steht irgendwo in Kroatien steht ein bayerischer Maibaum. Und wenn man da runterfährt, kann man sagen, an dem habe ich mitgearbeitet, da war ich mit dabei. Das kennen nicht viele. Anfang April geht's los, 900 Kilometer weit nach Kroatien.